so sägen Männer. Okay, natürlich. Ich glaube, das so säge ich auch immer. So, wir nehmen jetzt Mr. Hammer. Verdammt. Okay, dann nehmen wir halt Pillen. Ja, perfekt. Raus mit euch. Yeah, was war das denn gerade für ein Move? ruhig, Kinder, ruhig. Okay, dieser Kuh. Warte, Schäfchen. Ich wusste jetzt am Anfang gar nicht, was das ist. Ich dachte, das wären irgendwelche Löffel oder so. Weil in der ersten Version, in der 48-Stunden-Version, also die in 48 Stunden entwickelt wurde, hat man das gar nicht so richtig erkannt. Das sahen so aus wie kleine Löffel. Ich glaube, all das ganze Equipment ist schon wieder weg hier. Nee, gerade habe ich da unten eine Bohrmaschine gesehen. Na gut. Ja. Wo ist okay. sie denn? Oh, schon, Baby. Vielleicht kann ich ja doch mit so einem Skalpell anritzen. Wie spricht man Skalpell eigentlich richtig aus? Skalpell. Gut. Na! Was zum Teufel? Deine Hand ist... Nein. Das ist so, wenn deine Hand zu gelähmt wäre. Ja, das ist jetzt so invertiert. Ich bewege jetzt meine Hand, bewege ich jetzt nach rechts. Also meine Maus. So mit der Hand wäre das so geil, ne? Und jetzt pass auf, dass das Herz nicht wegfliegt. Jetzt verpasse ich mir auch noch Drogen. Nein! Doch, das macht doch noch mehr Spaß. Ja, aber dann fehlen wir wieder. Ja, und ich muss essen kommen. Ich muss essen kommen, echt? Ja. Ja, komm, dann britzel ich mir nochmal einen hier. Komm schon, Baby. Komm schon. Achso, ich muss hier da wahrscheinlich das hier so Sandwich-mäßig. Alter Gott, das ist ja richtig schlimm mit der Steuerung. Es gibt Leute, die invertieren das so. Ja, hat man ja früher andauernd gemacht. Warum? Warum? Weil die Leute arm waren und nicht wussten, was richtig ist. So, und jetzt rein mit der Hand. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie in so einem... Ja. Na komm. Ja, perfekt. Ja, und jetzt... Oh. Okay, vielleicht müssen wir eine Faust. Na komm. Ach, verdammt. Okay, ach so, Local Healthcare, ja, im Weltall, ergibt Sinn. Okay, okay, wie meine Hände zittern, wie meine, Hände, na, Finger zittern. Oh. Ich hab da so eine Frage. Nee, okay, kurz nachschlagen, was macht man, wenn die Hand verkokelt ist? Herz. Ach Gott, diese Steuerung, ey. Was ist das? Ja! Hey! Du wolltest mich da zurück in die Kiste. Warte, ich noch Spaß mit. Okay, jetzt. Nein! Ja. Doch. Perfekt gemeistert von mir. Ich weiß, was gut ist. So Pong-mäßig jetzt. Ach, okay, ein Restart und jetzt ganz seriös arbeiten, nicht? Bist du bereit? Ja, aber jetzt musst du direkt die Kiste zumachen. Ja, okay. Warum geht der nicht auf? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich muss gleich essen gehen, sonst kommt meine Mutter rein und das will keiner. Kannst du ihr an den Arsch stecken. Na gut. Alex, wo bist du? Du weißt, dass du russische Mädchen sich aufrege. Okay, wir fangen an. Ja, da kommt sie schon. Okay, dann. Bis später. Ich. Bis gleich. Man muss es hier anscheinend im Alleingang meistern. Na gut. Ein Versuch mache ich noch. Diesmal ganz, ganz seriös. Zu klassischer Weltraummusik. Schön. Ein Treffpunkt feiner Geister. Das war jetzt eine kleine Anspielung auf einen ziemlich schraddeligen YouTube-Channel. Wen kennt? Keine Ahnung, der weiß, was gut ist, nicht? Na gut. Segen wir unseren alten Freund Pablo Bob auf. Komm schon. Wir haben ganz schön viele Patienten, die Bob heißen. Das ist mir früher nie aufgefallen. Na komm schon. Ja, wunderbar. Mein Gott, diese Musik ist aber auch melancholisch. So. Und für die nicht wissen, was melancholisch heißt, die verlassen bitte auf der Stelle diese Website. Ja, Website, haha. Nee, diesen YouTube-Channel, ne? So. Oh fuck, das war ganz falsch. Ach du Scheiße. Oh Mann.
Ach, ich weiß gar nicht, was ich mit, worüber ich mich unterhalten soll. Ich muss auch mal wieder Anno aufnehmen, fällt mir auf. Meine Fresse, ich bin vollkommen überfordert. Ich glaube, ich nehme gleich Anno auf. Habe ich gerade Bock drauf? Naja, eigentlich nicht. Ich habe gerade so richtig überhaupt keinen Bock auf Anno. Naja, egal. Muss ich ja machen, ne? Ich dachte, nee, muss ich gar nicht machen. Wenn ich keinen Bock auf Anno habe, dann mache ich das nicht. Na komm. Komm schon, Johnny Boy. So, wunderbar. Oh, Lunge 1. So, diesmal habe ich es richtig. Und Lunge... Komm schon. Ein saftiger Griff. Lunge 2. Leber macht sich schon alleine aus dem Staub. So, wie man es kennt von ihr. Mein Gott, ich werde ja von Minute zu Minute witziger. Okay, so, und dann hier das Skalpell. Komm schon. Scheiße. Fuck. Ohrstäbchen, hilf mir. Da vorne liegt ja eins. Okay, da ist ein bisschen sehr blutig. Bisschen sehr blutig für einen seriösen Arzt. Ach, scheiße, ey. Mein Gott, jetzt weiß ich, warum Operieren im Weltraum so schwierig ist. Ha, nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Flieg mich weg, mein Schatz. Ja, der perfekte Chirurgengriff hier. Ja, komm. Nein, nein, nein. Huh. Gerade nochmal so gemeistert. Jetzt weg mit der... Mit der, was weiß ich. Ich muss es irgendwie so fassen, dass ich da rankomme. So, nein. Och, meine Scheiße. Ich nehme gleich die Bohrmaschine. Mein Gott, der Patient verliert ja Blut. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Spritze! Schwester! Eine Spritze! So, wir nehmen jetzt da vorne. Komm. Komm schon. Jetzt. Oh, verdammte Scheiße, ey. Das ist echt schwierig. Das sieht wahrscheinlich bekloppter aus, als es schwierig ist. Darauf setze ich mit meinem Namen. Eduard Kriel. Nee. So, komm schon. Meine Fresse, jetzt halt das Ding doch fest. Ja, perfekt. Der altbewährte Chirurgengriff. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, worüber ich reden konnte. Das ist ja noch schwerer als bei Anno. Na gut, jetzt mit einem gezielten Schnitt entfernen wir den Magen, Gallenblase, was weiß ich. Ich denke mal, es ist Magen jetzt einfach mal so. Tippe ich einfach mal und weg mit dem Herzen, ne? Das war ein chirurgischer Eingriff. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das Herz noch da ist. Scheiße. Oh, nein, das ist das alte Herz, oder? Verdammte Scheiße, ey. Was ist das? Ne, okay, da oben ist doch das neue Herz. Okay. Jetzt müssen wir da noch irgendwie rankommen. Okay, man nehme ein... Gerippe. Ein... Und benutze es als Herzfänger. Scheiße, wo ist das Herz hin? Nein! Da war's, oder? Ja, das ist das alte. Ach du meine Fresse, ey. Das ist aber auch echt sauschwierig. Was passiert eigentlich, wenn ich... Gar nichts. Meine Fresse, was mache ich denn jetzt? Die Säge funktioniert immer noch. Na gut. Wird schon keinem auffallen, wenn ich jetzt einfach so... Ja, vielleicht kommt das Herz hier nochmal zurück. Vielleicht hat es sich ja entschieden, hierher zu kommen. Vielleicht sollte ich währenddessen mal die Blutung stoppen. Aber das kann jetzt eine Weile dauern, bis... Die sind meistens Eitelherzen, so, nicht? Also... Ich komm schon. Vielleicht zählt so eine Lunge auch als Herz? Wahrscheinlich nicht. Ach Gott, ey, wo ist denn diese Scheißspritze jetzt hin? Bitte sei das neue Herz, bitte sei das neue Herz, bitte sei... Nein, es ist das alte Herz, oder? Schon. Es ist zu blau, mein neues Herz zu sein, verdammt. Jetzt, wo ist denn die Spritze hin? Nein. Leber, niemand braucht dich. Magen, niemand braucht dich. Ja, wir können ja ein bisschen mit Magen spielen, so. Magen werfen, so. Boah, macht das einen Spaß, macht das einen Spaß. Das neueste Spiel für Chirurgiekinder, für Chirurgenkinder. Jetzt spielen wir Leber werfen. Hep. Ach, welch Spaß. Oh Gott, ey, wie kriege ich denn jetzt... Ah, oh, verdammt. Okay, da hinten scheint irgendwo eine Wand zu sein. Das heißt, wenn wir die Sachen hier gegenwerfen, kriegen wir vielleicht das Herz zurück.
Oder wenn wir einfach ganz geschickt sind und es so rumwerfen. Komm schon, bring ein Herz mit. Verdammt. Oh, hier ein. Ich wollte schon Alien-Penis sagen, aber es ist ja eine. Komm, brauchen die Spritze. Erst für den Patienten und dann für Selbstzwecke. Ja! Perfekt. Komm schon. Ja! Perfekt! Perfekt gemeistert. Verdammt. Ey, das ist echt scheiße, dass wir das Herz nicht haben. Komm schon, bring ein Herz mit. Bohrmaschine, sei so nett. Komm schon. Komm schon. Na? Sauberer Griff. Auch kein Herz, ey. Fuck. Oder war das ein Herz? Nee. Da war gerade ein Mini-Ruckler. Alte Scheiße. Oh Gott, ich glaube, wenn bei Minute 10 immer noch kein Herz da ist, dann würde ich erstmal auf und aufnehmen, du. Ja, ich glaube, ich nehme. Scheiße, nee, morgen habe ich einen Termin. Nee. Wir haben ja gerade Montag, morgen habe ich einen Termin. Mittwoch ist frei. Ich glaube, ich nehme höchstwahrscheinlich Mittwoch dann an Uhr auf. Damit ihr auch mal was zum Gucken habt. Fuck, ey. Okay, du. Nein, ganz schlecht. Du gehst jetzt auf Herzinspektion. Inspizierung. Herzexkursion. Bist du ein Herz? Nein. Bist du ein langweiliger Magen? Oh, ey. Wie oft hat sich das Lied schon wiederholt? Nein, wir können ja. Wie wär's, wenn wir ihm jetzt hier. Komm. Wir stechen ihm jetzt ein Tribal-Tattoo, ne? So schön auf die Stirn. Ja, nebenbei als Doktor bin ich auch noch Tätowierer, weil ich eine Zeit lang kein Geld mit Doktor-Sachen verdient habe. Okay. Oder warte, gibt's hier nicht irgendwo auch so einen Laser? Ne, Laser gibt's hier wahrscheinlich nicht. Scheiße. Na gut, dann fangen wir mal an. Wie soll's sein? Groß, rot und auf der Stirn kriegen wir hin. So, das waren die Outlines. Jetzt kommt erstmal die Schraffierung. So, perfekt. Noch ein bisschen hier. So, und dann jetzt die Farben. Ah, zur Hälfte fertig. Gleich wird's besser. Nicht weinen. So, und perfekt. Das macht dann 80 Euro bitte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.